wir ja, wenn ein Kind sich verhaltensauffällig zeigt, nicht gleich eine psychische Störung, die diagnostiziert werden muss. Da empfehle ich immer, auf einen Vergleich zu achten. Wie hat sich das Kind bisher verhalten und was kann es uns jetzt zeigen an Ängsten, an Sorgen, an Nöten, die natürlich da wahrscheinlich im Hintergrund stehen. Und was wir natürlich sehen bei Kindern und Jugendlichen ist, dass sie sich eventuell zurückziehen, also nicht nur in ihr Zimmer und sich da verbarrikadieren, sondern vielleicht auch innerlich zurückziehen, verhaltener werden, angstauslösende Situationen versuchen zu vermeiden, nicht mehr im Kontakt sind mit den bisherigen Bezugspersonen, mit Freunden, da sich nicht mehr trauen, sich zu verabreden, also insgesamt sich in den Rückzug begeben, rückzügliches Verhalten zeigen. Dann gibt's natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen genau das Gegenteil zu beobachten. Kinder und Jugendliche können aggressiv werden, können wütender werden, zeigen oppositionelles Verhalten. Für Eltern wird es auffällig, dass ihre Kinder patzig antworten, dass sie den Eindruck vermitteln, dass sie ängstlich sind und damit aber auf Situationen reagieren, auch vielleicht aggressiv, die die Eltern bisher so nicht beobachten konnten. Weder die Situationen, dass die so angstauslösend sind, noch das Verhalten, was Kinder und Jugendliche dann produzieren. Das wäre vielleicht nochmal in den Blick zu nehmen für Eltern. Wie sehen das andere Menschen, die im Kontakt sind mit den Kindern, Kindergärten, Schulen, Verwandte, enge Bezugspersonen, das Gemeinwesen, Kirche, Sportvereine, da wo Kinder integriert sind, das wäre mein Rat, sich erstmal auch an diese anderen Bezugsbetreuerinnen zu wenden, ob dieses Verhalten sich da auch zeigt. Wenn es ein bisschen ausgeprägter noch ist, können wir auch Zwangshandlungen manchmal beobachten, das heißt, dass Kinder sich häufiger die Hände waschen, Türklinken nicht mehr anfassen, sich mehrfach die Hände abtrocknen. Das wäre natürlich ein Verhalten, was erstaunlicherweise oft den Eltern nicht gleich auffällt, sondern erst nach einer ganzen Weile, wenn Kinder und Jugendliche schon Zwangsgedanken auch über einen längeren Zeitraum im Kopf haben. Und dann könnte man mit diesen gesamten Beobachtungen sich an entsprechende Hinwendungsorte richten, um nochmal aus professioneller Sicht das Verhalten mit beurteilen zu lassen. Da haben wir klassischerweise die psychiatrischen Institutsambulanzen, die in ganz Deutschland meistens an Kliniken, an Unikliniken angegliedert sind. Hier haben wir Fachärztinnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen, die in einer ersten Anamnese begutachten können, ob es sich um eine Verhaltensauffälligkeit handelt oder tatsächlich eine krankheitswertige psychische Störung. Dort wird mit Anamnesebögen gearbeitet, mit Diagnostik, mit einigermaßen für die Kinder- und Jugendpsychiatrie validen Instrumenten. Und dort können dann auch mehrere Termine vereinbart werden, um den Verlauf und die Schwere, den Schweregrad der Störung zu begutachten und zu diagnostizieren und auch Behandlungsempfehlungen auszusprechen. Das wäre so die erste Anlaufadresse. Dann können wir aber auch dringend und natürlich insbesondere in diesem Kontext Selbsthilfegruppen empfehlen, die Ansprechpartner sind und sehr viele Möglichkeiten haben zu verweisen, die als Art Fallmanager auch durch verschiedene Institutionen begleiten. Da fällt mir natürlich auch nochmal der sozialpsychiatrische Kontext ein. In vielen Bundesländern gibt es noch sozialpsychiatrische Praxen, die auch entsprechende therapeutische Angebote machen. Wir haben Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen mit Approbation, die in eigener Praxis eine Richtlinienpsychotherapie anbieten. Wir haben aber auch immer wieder Beratungsstellen und sowohl von freien Trägern als auch am Land oder in der Stadt angegliedert, die Hilfsangebote bis zur Aufnahme einer Richtlinienpsychotherapie oder bis zum Termin
in der psychiatrischen Institutsambulanz überbrücken mit Beratungsangeboten, die vielfältig nochmal auch Hilfestellung für Eltern und Kinder in Not anbieten. Ja, psychischen Belastungen vorzubeugen ist natürlich ein Riesenthema, aber wir wollen es kurz machen. Das A und O ist, mit meinem Kind, mit meinen Kindern im Kontakt zu sein, egal welchen Alters, sollten wir gucken, wie wir miteinander im Gespräch bleiben können und eine gute Beziehung aufrechterhalten können und nicht so viel Fokus auf dysfunktionales Verhalten legen, sondern eher auf das, was gut gelingt und wo wir uns miteinander verständigen können.